Das Tourismusangebot Oberstaufen Plus ist heute vom ADAC Bayern ausgezeichnet worden. Im Imberghaus im Ortsteil Steibes überreichte der Vorsitzende des ADAC Südbayern, August Makel, den Tourismuspreis an die Geschäftsführerin von Oberstaufen Marketing, Bianca Kaibach. Es ist das zweite Mal, dass der ADAC Tourismuspreis verliehen wird. Die Auszeichnung ist mit 25.000 Euro dotiert und wird als Marketingpaket zur Verfügung gestellt. Der Jury gehörten namhafte Vertreter aus dem Tourismusbereich an. Also es sollte ein Leuchtturmprojekt sein, es sollte was sein, was es noch nicht gibt, zum einen. Aber es sollte auch schon so weit sein, dieses Projekt, dass es die Gäste nutzen können. Also nicht nur in den Gehirnen irgendwelcher Leute bestehen, sondern man soll es richtig nutzen können. Und es soll schon ein bisschen eingefahren sein, sagen wir mal so. Trotzdem aber ein Leuchtturmprojekt. Positiv wurde auch bewertet, dass es sich um ein lokales Netzwerk handelt. Oberstaufen Plus bietet in 300 Übernachtungsbetrieben Urlaub ohne Nebenkosten und wird über die Allgäu-Walser-Card angeboten. Der Oberstaufentourist kann die Karte auch als Skipass an allen örtlichen Bergbahnen und Skiliften nutzen. Außerdem stehen ihm mehrere Freizeitangebote kostenlos zur Verfügung. Und auch Parken und Busfahren ist bei Oberstaufen Plus inklusive. Wir freuen uns natürlich über alle Preise, die wir gewinnen. Das ist unsere Bestätigung. Letztendlich geht es uns aber darum, dass der Gast das bekommt, was er möchte, was er braucht. Das hat der Gast uns auch bestätigt in verschiedenen Umfragen. Und jetzt machen wir uns natürlich daran, zu schauen, was können wir noch draufsetzen auf die Karte, auf Oberstaufen Plus, damit der Gast noch mehr Wertschätzung erfährt und noch mehr Mehrwert vielleicht erhalten kann. Durch das Angebot Oberstaufen Plus konnten die Übernachtungszahlen bereits um 20% gesteigert werden. Das Konzept wurde vor 2 Jahren in Oberstaufen eingeführt. Mittlerweile denken auch andere Oberallgäuer Gemeinden darüber nach, ein ähnliches Inklusivpaket anzubieten. Auch der zweite Platz des ADAC Tourismuspreises ging übrigens ins Oberallgäu. Die Gemeinde Ofterschwang wurde für ihr Konzept Gutes vom Dorf geehrt.